Hallo zusammen, mein Name ist Georg Haas, ich bin Funkamateur, bei der Chaoswelle auch unterwegs. Ich studiere in Worms angewandte Informatik und betreibe das Hobby des Amateurfunks schon seit 2,5 Jahren. Heute möchte ich euch den Contest Toilets on the Air vorstellen. Kurz zum Amateurfunk. Der Amateurfunk ist ein Funkdienst, der nicht kommerziell ist. Das heißt, es wird nicht gerne gesehen, wenn jemand darüber kommerziell irgendwelche Dienste anbieten möchte. Es ist verboten. Der Amateurfunk widmet sich primär der Völkerverständigung. Das heißt, wir wollen Länder zusammenbringen, Menschen zusammenbringen. Es gibt Funkamateure auf der kompletten Welt, mit Ausnahme von vielleicht Nordkorea, aber es ist möglich, ohne Probleme, dass ich mich mit Kuba zum Beispiel unterhalte. Wir haben eigene Frequenzen, diese befinden sich im vollständigen Frequenzspektrum von der Langwelle bis zum Millimeterwellenbereich. Das hat Vorteile, weil die unterschiedlichen Frequenzen unterschiedliche Ausbreitungsbedingungen haben. Somit können wir für technisch-wissenschaftliche Studien haben wir einen großen Bereich, den wir nutzen können. Und eine Besonderheit, die den Amateurfunk von allen anderen Funkdiensten abgrenzt, ist: beim Amateurfunk wird der Funkamateur selbst zugelassen, nicht das Gerät. Das bedeutet, ich bin als Funkamateur befähigt, selbst meine eigenen Geräte zu bauen. Ich kann zum Konrad gehen, zum Reichelt, mir die Bauteile zusammensuchen, zusammenlöten, ein Funkgerät bauen und habe mit dieser Zulassung schon bewiesen, dass ich mich auskenne mit der Materie, dass ich auch die Funkgeräte so bauen kann, dass sie eben nicht andere Dienste stören. Es gibt diverse Betriebsarten. Ganz bekannt ist der Sprechfunk, so wie es hier alle anderen auch mit ihren Handfunken tun. Natürlich auch Telegrafie, das ist so die älteste Betriebsart überhaupt. Auch gibt es Funkfernschreiben für die, die nicht so viel sprechen wollen. Funkfernschreiben haben ihre Vorteile, was auch die Sendeleistung angeht. Das heißt, man kann, was die Bandbreite angeht, das heißt, man kann Funkfernschreiben mit sehr geringer Bandbreite fahren, wodurch die Sendeleistung auch nicht so hoch sein muss. Dadurch kommt man auch relativ weit. Auch können wir Bildübertragung machen. Es gibt zahlreiche Betriebsarten und ja. Wenn ich Leuten vom Amateurfunk erzähle, dann kommt als erstes die Frage: Ja, kann ich damit Polizeifunk abhören? Nein, sowas tut man nicht. Es ist verboten. Dann ist die nächste Frage oft: Ja, wie weit kommt man damit? Die dumme Antwort ist leider: Kommt drauf an. Mit einer einfachen Handfunke, zum Beispiel so einer 2,70 Meter Handfunke, komme ich je nach Gelände 30 Kilometer weit. Wenn ich freie Sicht habe, komme ich damit sogar bis hoch zu einem Satellit. Mit anderen Frequenzen, die Eigenschaft haben, dass sie zum Beispiel von der Atmosphäre reflektiert werden, komme ich auch bis nach Kuba zum Beispiel mit 5 Watt. Es gibt auch Betriebsarten, wo man beispielsweise seine Antenne Richtung Mond ausrichtet und dann den Mond als Reflektor verwendet. Die Kosten? Gut, man kann sich beim Chinesen eine einfache Handfunke kaufen für 30 Euro. Man kann natürlich aber auch sich eine komplette Funkstation zusammenbauen. Im Prinzip ist da keine Grenze nach oben.
Aber wir haben das Problem, was viele Vereine auch haben, nämlich den Nachwuchs. Wir brauchen unbedingt neue Funkamateure, die unsere Frequenzen nutzen, denn sonst kommen Organisationen mit kommerziellen Interessen und melden sich bei der Bundesnetzagentur und sagen, ja, wir wollen jetzt hier eure Frequenzen haben für unsere eigenen Anwendungen. Das heißt, wir müssen uns irgendwie Nachwuchs beschaffen, anzüchten. Wie machen wir das? Wir müssen irgendwie auf uns aufmerksam machen. Beim Amateurfunk gibt es Conteste. Was gerne gemacht wird, ist anhand der Betriebsart möglichst viele Funkverbindungen zusammenzubringen. Da gab es vor einem Jahr bei einem Camp gab es zum Beispiel einen Contest, da ging es nur um Funkfernschreiben. Da war halt das komplette Band mit Leuten, die Funkfernschreiben gemacht haben, zu. Man kann aber auch Conteste anhand von Standorten machen. Zum Beispiel können wir unser Funkgerät nehmen, wir klettern auf einen Berg hoch und machen von dort aus Funkbetrieb. Nennt sich dann Summits on the Air, kurz SOTA. Genauso können wir uns ein Boot nehmen, auf die nächste Südseeinsel fahren und von dort aus Funkbetrieb machen. Es ist dann IOTA. Wenn wir jetzt hier auf so einem Kongress hier den jungen Funkamateuren Betriebstechnik beibringen wollen, beziehungsweise den noch nicht Funkamateuren auch eine Möglichkeit geben wollen, Sachen auszuprobieren, dann brauchen wir am besten auch irgendwelche Standorte. Warum nicht Toiletten? Ja. Toiletten haben den netten Vorteil, dass sie in der Regel dezentral verteilt sind. Hier im CCL nicht so sehr, aber damals im CCH waren sie sehr dezentral verteilt. Es war eine Menge Stahlbeton zwischendrin, was den Effekt hatte, dass manche Toiletten sich gegenseitig nicht hören konnten, aber von einer dritten Toilette wiederum aufgenommen wurden. So besser? Alles klar. War es dann so, dass, ja, wie gesagt, manche Toiletten konnten sich gegenseitig hören, manche nicht. Es gab Doppelungen und es gab auch Störungen durch die Hausstörung zum Beispiel. Das sind also alles Bedingungen, die im freien Feld genauso gegeben sind. Und dementsprechend machen wir hier das Funken über Toiletten. Was wird dabei ausgetauscht? Einmal das Rufzeichen, das ist ganz wichtig. Dann ein Rapport. In dem Rapport wird übermittelt, wie gut wir den anderen verstehen. Das heißt einmal die Empfangsstärke, die Pegel und die Verständlichkeit. Natürlich auch die Uhrzeit in UTC. Und eine Referenznummer von der Toilette, auf der wir uns befinden. Das Ganze tragen wir dann in einem Webinterface ein unter totalwatch.de und da wird dann eine Auswertung gefahren. Was macht ihr jetzt, wenn ihr keine Zulassung habt zum Amateurfunk? Ihr kommt am besten zur Chaoswelle zu uns. Und wir haben nämlich diese Ausbildungsrufzeichen. Das heißt, ihr könnt mit unter Anleitung und Aufsicht eines Funkamateurs am Amateurfunkdienst teilnehmen. Alternativ, wenn ihr nur zuhören möchtet, könnt ihr genauso einen DVB-T-Stick nehmen, eine Handfunke nehmen und einfach nur zuhören. Das ist beim Amateurfunk kein Problem. Die Toiletten habe ich alle im C3NAV eingetragen. Unter dem Link könnt ihr die dann sehen. Und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr euch bei mir melden oder kommt einfach zur Chaoswelle. Vielen Dank.
Ja. Super für den Stream, genau. Oder für die Aufzeichnung. Wenn ich kein Rufzeichen habe, Ausbildungsrufzeichen verwende, muss ich dann jemand beim TOTA begleiten quasi, also bis auf die Toilette, damit ich dort funken darf, weil ich darf ja nur von Toiletten funken, oder? Also es reicht uns, wenn du mit dem... Also es reicht uns, wenn du mit dem... mit dem... mit der aufsichtsführenden Person dich vor der Toilette befindest. Du musst jetzt nicht unbedingt direkt auf der Toilette, dich auf der Toilette befinden. Ich habe deswegen auch die Standorte in dem, auf der Karte vor den Toiletten eingezeichnet und nicht auf den Toiletten. Ja, danke. Das klärt doch eine häufig gestellte Frage. Super. Ja, danke schön. Und die Chaoswelle sitzt hinter der Bühne hier. Ja,